Online findet man sehr viel Halbwissen und auch Unwahrheiten über das Thema rum, was die Regulierung rum angeht. Und daher nehme ich jetzt hier ein kurzes Video auf, um dir einmal anhand der europäischen Spirituosenverordnung aufzuführen, wie wirklich ganz genau die Regulierung rund um die Kategorie rum, wie es darum aussieht. Ja, du siehst hier direkt Nummer 1 der Kategorie der Spirituosen ist gleich rum, sprich rum ist einfach die Nummer 1. Ja, ist hier auch wieder ganz klar bewiesen. So. 1.a. Rum ist eine Spirituose, die ausschließlich durch die Destillation des Produkts der alkoholischen Gärung von Melasse oder Sirup, die aus der Rohrzuckerproduktion stammen oder von Zucker oder Saft selbst gewonnen und zu weniger als 96% voll so destilliert wird, dass das Destillat in wahrnehmbarem Maße die besonderen sensorischen Eigenschaften von Rum aufweist. Bla bla bla. Ziemlich viel quirliges Zeug. Einmal kurz vernünftig erklärt. Erstens, Rum ist eine Spirituose. Spirituose ist die Überkategorie von destilliertem Alkohol und somit ist alles automatisch eine Spirituose. Whisky ist eine Spirituose, Gin, Liköre sind eine Spirituose. Spirituose ist ganz, ganz oben und umfasst alles. Und umso spezifischer wir etwas deklarieren, umso mehr Auflagen haben wir. Während wir Spirituose haben wir quasi keine Auflage, abgesehen davon, dass es durch Destillation gewonnen werden sein muss und dass wir einen Mindestalkoholgehalt von 15% Alkohol haben, mit Ausnahme von Eierlikör, der ist bei 14%, mal so ganz nebenbei. Sprich, Spirituose ist der Oberbegriff. Okay, ausschließlich Zuckerrohr darf verarbeitet werden und aus der Gärung von dem Produkt Zuckerrohr muss der Rum produziert werden. Ob das jetzt die Melasse oder der Sirup oder der Zuckerrohrsaft ist, das ist dem Hersteller selbst überlassen. Bedeutet, die Zuckerquelle muss ausschließlich aus dem Zuckerrohr kommen und diese Zuckerquelle, die wird jetzt eben von der Hefe gegessen, scheidet Alkohol wieder aus und somit entsteht der Alkohol. Wir haben einen Alkoholgehalt von 96% nach der Destillation und dann noch diesen Schlusssatz, der überhaupt keinen Sinn macht und den du auch streichen kannst. Einfach, dass die Destillation im wahrnehmbaren Maße die besonderen sensorischen Eigenschaften von Rum aufweist. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Das ist auch komplett Interpretationssache und somit einfach nur unnötige Zeilenverschwendung hier in der Gesetzgebung, weil wenn wir auf 96% destillieren, sind 96% Alkohol und somit bleiben uns nur noch 4% geschmacksgebender Stoffe wie und davon sind auch unter anderem ist auch Wasser enthalten, sprich das Destillat ist quasi neutral Alkohol wie ein sehr reiner Wodka. Und vor allen Dingen ist es auch nochmal unnötig zu erwähnen, dadurch, dass wir rein technisch im industriellen Stil gar nicht in der Lage sind, höher als 96% eben zu produzieren, weil wir automatisch immer ein paar zum Beispiel Wassermoleküle mitreißen. So, Punkt B, der Mindestalkoholgehalt von Rum beträgt 37,5%. Ja, da sind wir hier. 37,5% ist der Alkoholgehalt, nachdem er runter reduziert wurde, weil nach der Destillation haben wir einen deutlich höheren Alkoholgehalt. In der Regel sind wir eben bei 96%, also das Maximum wurde rausgeholt und dann haben wir andere Destillationsmethoden, die bis zu so circa 58% runtergeht. Was hier jetzt passiert, nachdem der Rum eben in Fässern reifen durfte oder auch so, wenn er als weißer Rum abgefüllt wird, wird er mit Wasser auf die sogenannte Trinkstärke in der Regel reduziert und hier ist der Mindestalkoholgehalt 37,5%. Das ist auch ganz wichtig zu beachten und auch schon mal für dich als Verbraucher ein Zeichen, dass eben wie wertig auch eine Spirituose ist. Ja? Weil pauschal gesprochen, umso geringer der Alkohol, also wenn der wirklich bei 37,5% angelangt ist, dann sorgt das einfach dafür, dass der Hersteller das Maximum aus seiner Charge rauskriegen wollte. Ja? Wenn ich also einen Liter habe mit, ich sag mal, 60% Alkohol, dann gebe ich jetzt Wasser hinzu, um den zu strecken und auf Trinkstärke zu bringen. Und umso geringer der Alkoholgehalt, umso mehr hole ich aus diesem 1 Liter Rohstoff eben heraus, sprich, umso mehr Gewinn habe ich auch über. Und was hier auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wir zahlen eine Alkoholsteuer, die beträgt in Deutschland 13,03 € auf 1 Liter mit 100% Alkohol. Sprich, umso höher der Alkoholgehalt wirklich in der Flasche ist, umso teurer ist auch die Alkoholsteuer und umso mehr Geld zahlst du als Verbraucher für die Alkoholsteuer, beziehungsweise umso weniger Geld bleibt für den Produzenten eben übrig. Der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig. Das ist recht normal in der Welt der Spirituosen. Das heißt, du darfst dann nicht zum Beispiel Rum destillieren und dann noch Wodka mit hinzugeben, um das Ergebnis zu strecken. Hier ist so eine Ausnahme zum Beispiel in der Welt vom Tequila. Der Zucker aus der Agave muss nur 51% sein. Ansonsten darfst du da auch Zucker in der Gärung mit hinzugeben, wovon sich die Hefe ernähren kann, um mehr Alkohol billiger herzustellen. Da ist es dann ganz wichtig, wenn du Tequila kaufst, dass du auf 100% Agave-Tequila achtest, weil somit wurde kein Zucker bei der Gärung hinzugegeben.
Rum darf nicht aromatisiert werden. Ganz, ganz wichtig. Darf nicht aromatisiert werden. Sprich, ich habe ein Batch wirklich mit 100.000 Liter Rum, gebe eine Vanilleschote rein, dann darf ich das nicht mehr als Rum verkaufen. Ganz streng genommen. Kann man natürlich nie jemand nachweisen, aber so ist die Gesetzeslage eben. Ja? Was hier aber sehr wichtig ist, sind zwei Gedanken. Nummer eins. Streng genommen ist ja auch die Fassreifung eine Art der Aromatisierung, dadurch, dass ich Geschmäcker aus dem Fass eben rauslöse. Interessanter Punkt, nicht wahr? Und Nummer zwei, du darfst dich hier leider nicht zu sehr auf die Gesetzeslage verlassen, weil wenn ich ein Produkt rausbringen will als Spirituosenproduzent, das Produkt, dem wird keine Prüfung unterzogen. Ich muss es nicht in einem Labor einweisen oder sonstiges. Das heißt, am Ende des Tages kann ich machen, was ich will und auf dem Etikett einfach lügen. Ja, das klingt jetzt nicht besonders romantisch, so ist es aber. Ja. Sprich, jemand müsste wirklich erst eine ziemlich komplizierte Alkohol-Laboranalyse durchführen, um eben zu beweisen, dass ein geschmacksgebender Stoff eingesetzt wurde, ja, also dass irgendein Aroma in dem Produkt mit drin ist und so weiter. Und das ist, warum sage ich das? Weil beim schottischen Whisky zum Beispiel, beim Single Malt, da kannst du dich komplett darauf verlassen, dass das nicht aromatisiert wurde, weil die unterliegen wahnsinnig strenge Regulierungen und die haben einfach die Behörden, die da wahnsinnig drauf achten, um dieses wertvolle Erbe Schottlands auch wirklich zu schützen. In der Rumwelt haben wir das nicht, allein aus dem Grund, weil es eine internationale Spirituose ist und die Leute, Freunde in Kolumbien und so weiter da machen können, was sie wollen. Deswegen, nur weil das in der Gesetzeslage steht, kannst du dich leider nicht darauf verlassen, dass die Produkte wirklich nicht aromatisiert wurden. Zuckercouleur darf Rum nur zur Anpassung der Farbe zugesetzt werden. Zuckercouleur zur Anpassung, ja, aber auch da wieder, das ist reine Interpretationssache. Was bedeutet zur Anpassung? Im Endeffekt kann ich das von weiß auf komplett dunkel eben machen und habe die Farbe halt angepasst. Zuckercouleur ist ein hochintensiver Karamell, wenn du so willst, also extrem eingekocht. Ja, und somit wahnsinnig farbintensiv, wodurch es wirklich reicht, ein, zwei, drei Tropfen hinzugegeben, um eine Flasche Wasser zu einem vom Aussehen her 50 Jahre alten Rum oder Whisky wirken zu lassen, rein optisch. Ja. Muss allerdings auf dem Etikett angegeben werden als E-Nummer bzw. enthält Farbstoff oder contains coloring und so weiter. Sprich, wenn das nicht draufsteht, kannst du dich relativ gut darauf verlassen, dass da farblich nicht nachgeholfen wurde. Rum darf zur Abrundung des endgültigen Geschmacks des Erzeugnisses gesüßt werden. Das Fertigerzeugnis darf jedoch nicht mehr als 20 Gramm süßender Erzeugnisse je Liter ausgedrückt als in Wertzucker enthalten. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil was wir hier gerade vor uns haben, ist die neue Spirituosenverordnung von 2019. Vorher gab es die Kategorie F nämlich gar nicht als solche. Sprich, vorher konntest du rumsüßen, wie du wolltest. Da gibt es so ein paar Mythen von wegen, es war auf 100 Gramm reduziert, aber das ist so auch nicht richtig. Es gab es einfach nicht. Also du konntest Zucker reingeben, wie du wolltest, wodurch auch viele Rummarken eben wie Diplomatico, was bei uns Portugal ist und so weiter, mega durch die Decke gegangen sind, weil das kleine Likörchen eben schon fast waren und somit beim Verbraucher sehr gut angekommen sind. Allerdings als Rum gar nicht mehr gehandelt werden durften, wodurch auch mit der neuen europäischen Spirituosenverordnung eine große Rezeptveränderung in der Welt des Rums eben stattgefunden hat. Sprich 20 Gramm Zucker auf den Liter in der Flasche, wohlgemerkt. Ja? Das klingt jetzt ziemlich viel, ist aber gar nicht mal so viel. Also im Glas bleibt dann nur noch, keine Ahnung, ein Gramm eben übrig. Aber trotzdem, diese Nachsüßung hilft der Spirituosenproduktion extrem, um das Ganze deutlich geschmeidiger und reifer wirken zu lassen und zugänglicher. Aber trotzdem, 20% ist gar nicht so übertrieben viel. Was zum Beispiel beim schottischen Single Malt Whisky ist, ist komplett verboten. Also mit 20% sind wir eher wie beim Bereich vom Cognac zum Beispiel, wo eben auch eine Süßung erlaubt ist, was den Leuten immer gar nicht so bewusst ist. Bei gemäß dieser Verordnung eingetragenen geografischen Angaben darf die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung von Rum ergänzt werden durch der Begriff traditionell eher bekannt als Rum Agricole, RHUM und dann Agricole oder traditionell, sofern der betreffende Rum, bla bla bla, das kannst du ja gleich nochmal separat durchlesen.
damit wir das Video hier nicht zu lang machen. Ich packe nämlich auch die Spiritosenverordnung, den Link hier unter dem Video. Den Begriff landwirtschaftlicher, sofern der betreffende Rum den Anforderungen gemäß Ziffer 1 entspricht und ausschließlich durch Destillation nach der alkoholischen Gärung von Zuckerrohrsaft hergestellt worden ist. Der Begriff landwirtschaftlicher darf nur bei einer geografischen Angabe eines französischen überseeischen Departements oder der autonomen Region Madeira verwendet werden. Also, ganz wichtig, das betrifft nicht generell Rum, sondern ist nur darauf bezogen, wenn du es als Rum landwirtschaftlichen Ursprungs oder Rum agricole bezeichnen willst. Also das ist eben das, was ich gerade meinte, RHUM, zum Beispiel aus der Insel Martinique. Reiner Zuckerrohrsaft und andere Länder dürfen das gar nicht machen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich destilliere auf Barbados, nach diesen Kriterien darf ich es trotzdem nicht so machen, weil es sind nur die französischen Departements und die schöne portugiesische Insel Madeira. Bla bla bla. So, so sieht das aus. Noch an dieser Stelle einfach zwei Punkte von meiner Seite. Du siehst nämlich nicht, dass die Spiritosenverordnung für Rum, das war's, hier geht schon Whisky los, ja? Das ist alles. Es ist wahnsinnig simpel und sehr übersichtlich. Man könnte es noch simpler und übersichtlicher machen, weil, wie ich es ja vorgetragen habe, sehr viel unnötige Textbausteine mit dabei sind. Aber es ist ja wirklich sehr unübersichtlich und nicht falsch zu interpretieren. Bedeutet, dass wir in der Welt der Spirituose, wenn es um die Kategorie Rum geht, eine wahnsinnige Vielfalt haben, was wir machen dürfen. Es ist nicht reguliert, wie wir vergären, wo wir vergären, wie wir destillieren, also mit welcher Destilliermethode, ob wir im Fass reifen, in welchem Fass wir reifen, wie lange, wo. All das ist uns eben überlassen als Produzent und dadurch sind wir in der Lage, eine wahnsinnige Vielfalt an Rum zu erzeugen, was Rum auch zur vielfältigsten und komplexesten Spirituosenkategorie der Welt macht. Ja, Rum ist halt mega. Anderer Nachteil ist natürlich ganz offensichtlich, dass die Vertrauenslage recht schwierig ist, wodurch du nicht wirklich in der Lage bist, blind eine Flasche zu kaufen, während wenn du jetzt zum Beispiel einen 12 Jahre alten schottischen Single Malt Whisky aus den Highlands kaufst, ja, also machst du jetzt nicht so viel verkehrt mit. Das ist halt die schöne Beständigkeit, die eine sehr strenge Regulierung in dem Fall hervorbringt. So, meine persönliche Meinung möchte ich auch noch mit reinwerfen. Ich persönlich bin ein sehr großer Verfechter der Freiheit und bin ein sehr großer Fan davon, dass du als Produzent mehr oder weniger machen darfst, was du willst, einfach um diese enorme Vielfalt eben zu unterstützen. Allerdings nicht im Sinne der Konsumententäuschung. Transparenz ist hier das Zauberwort, wofür ich ganz klar dafür bin, das alles zu streichen und dafür einfach zu regulieren, dass ein Inhaltsverzeichnis ist nicht das richtige Wort, ne? Die Mengenangabe, ja, genauso wie es ja auch der Gang und Gäbe ist bei deinem Joghurt, den du kaufst, wo eben in herabsteigender Reihenfolge die Zutatenliste aufgeführt ist. Und daher bin ich auch dafür, dass wir eine Zutatenliste vernünftig auf dem Etikett anzubringen haben und alle Freiheiten, wenn du es jetzt süßen oder aromatisieren willst, kannst du das gerne machen, solange das dementsprechend angegeben ist, einfach aus dem Grund, weil es eine extrem hohe Nachfrage für süße, karamellige, was auch immer, Geschichten eben gibt und das nach wie vor die mit Abstand bestverkauften Rumsorten überhaupt sind im Pursegment. So, das waren meine 5 Cents. Falls dich so ein Inhalt interessiert, gesell dich gerne bei unserer Facebook-Gruppe der Wagemut Taste Academy dazu, wo ich sehr viele Inhalte aus der Spirituosenindustrie mit dir teile und vor allen Dingen auch sehr viel Insiderwissen, was dich auch immer in einer Verkostung mit deinen Kumpels ziemlich gut dastehen lässt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.